Bei der Ankunft in Dombörch auf dem großen Parkplatz befindet sich diese wunderschöne Windmühle. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten in den Ortskern des Badeorts. Bereits im 17. Jahrhundert kamen schon die ersten Touristen nach Dombörch. Domburg wird übrigens als Dombörch ausgesprochen. Zumindest so ähnlich. Die Niederländer mögen mir bitte meine schlechte Aussprache verzeihen. Dombörch entstand ursprünglich in der Nähe eines alten römischen Tempels. Dombörch ist der älteste Seeland-Badeort und verfügt über einen langen Sandstrand bis hin nach Westkapelle. Im Badeort gibt es eine große Anzahl von Hotels, Zimmern mit Frühstück und Ferienwohnungen. Die breiten Sandstrände in Dombörch und Westkapelle erhielten 2019 bereits 31 Mal die internationale blaue Flagge für die besonders gute Qualität. Im Jahr 1889 besuchte die Schriftstellerin und rumänische Königin Elisabeth zu Wied Dombörch. Sie verweilte häufig in der Villa Carmen Silva. Villa Carmen Silva ist ein Reichsmonument in den Dünen von Dombörch und wurde 1885 als Villa Maria gebaut. Carmen Silva war ebenfalls das Pseudonym der Schriftstellerin. Wahrzeichen der Stadt ist der Wasserturm, der weit auf Walcheren zu sehen ist und den Ortsunkundigen den richtigen Weg nach Dombörch zeigt. In Dombörch finden viele verschiedene Veranstaltungen statt. Dazu gehören natürlich auch das Ringreiten und diverse Märkte.